Wenn es um maximale Pegel und mobile Beschallung im Outdoor-Bereich geht, ja, dann kommt man an diesem Hersteller schwer vorbei. Darf ich vorstellen, die neue Soundbox 4 ist da. Ich durfte vor Marktstart schon mal reinhören und das könnt ihr gleich auch tun. Vom Design sprechen die Dänen hinter Soundbox noch immer die gleiche Sprache. Robust und auf das Nötigste beschränkt präsentiert sich auch die neue Soundbox 4. Und ja, optisch hat sich auf den ersten Blick gar nicht mal so viel verändert. Die Neuheiten finden sich hier eher im Detail und wenn man näher hinschaut, sieht man auch schon das erste Update am Lautsprechergitter. Soundbox hat die Löcher kleiner gemacht und reagiert damit auf die etlichen lackierten Gitter aus ihrer Community. Mit dem neuen Gitter werden eigene Designs oder Logos so mit den kleineren Löchern deutlich besser sichtbar. Das Gitter ist zudem nun einfacher und schneller abnehmbar durch eine neue Snap-on-Funktion. Man hat nun neben Schwarz auch diese Metallic Grey Variante zur Auswahl. Nicht sichtbar, aber dafür umso besser hörbar ist das nächste Update. Soundbox hat sich der Klangqualität gewidmet und nach eigenen Aussagen komplett überarbeitet. Für mehr Bässe, bessere Mitten und klarere Höhen. Natürlich hören wir uns das gleich auch noch im direkten Vergleich zum Vorgänger an und überprüfen dabei auch die maximale Lautstärke, die wieder mit 126 Dezibel angegeben wird. Das hat der Vorgänger damals im Praxistest nicht geschafft. Ich bin gespannt, ob es die neue schafft. Vorher schauen wir uns aber noch den Rest an und da wartet bei der Akkulaufzeit das nächste Update. 20% länger könnt ihr nun den Lautstärkeregler auf Maximum lassen. Die Laufzeit bei voller Lautstärke verlängert sich so von 5 auf 6 Stunden bei gleichbleibendem Akku. Es passen also weiterhin auch eure alten Soundbox-Akkus, also wenn ihr schon welche habt. Die maximale Lautstärke bleibt wie auch beim Vorgänger bei 40 Stunden auf mittlerer Lautstärke. Der Akku lässt sich wie gewohnt schnell und einfach wechseln. Ja, und das war's dann schon mit Neuigkeiten. So wirklich viel hat Soundbox also nicht geändert, aber ich kann mir vorstellen, euch liegt schon eine Frage auf den Lippen: Kann ich die Soundbox 4 mit dem Vorgänger koppeln? Ja, das ist möglich. Soundbox hat an der Team-Up-Funktion nichts verändert und so kann man die neue Soundbox 4 auch mit der 3er oder der Go koppeln. Bis zu 5 Soundboxen können so insgesamt für die Partybeschallung verbunden werden. Die Abmessungen haben sich übrigens nicht verändert, wohl aber das Gewicht. Von 15,4 Kilo geht es rauf auf 16,1 Kilo. Beim Gehäuse wird nach wie vor Pappelholz verwendet und einen Schutz gegen Wasser gibt es nach IP65. Für den klanglichen Vortrieb sorgen zwei 10 Zoll große Tieftöner sowie ein 1 Zoll großer Kompressionshochtöner. Befeuert wird das Ganze von 3 Class D Verstärkern, die jeweils 72 Watt RMS liefern. Damit bewegt sich die Soundbox 4 ebenfalls im Frequenzbereich von 40 Hertz bis 20 kHz. Auch auf der Rückseite geht es altbekannt weiter. Im oberen Bereich befindet sich die Team-ID der jeweiligen Soundbox. Diese gibt es immer nur einmal und identifiziert damit die Box im Bereich der Bluetooth-Verbindung und so weiter. Schwenken wir runter, dann sind dort die Anschlüsse zu finden. Hier stehen neben einem AUX-Ein- und Ausgang auch zwei kombinierte 6,3 mm bzw. XLR-Anschlüsse zur Verfügung. Hier hat sich nichts geändert, wie auch bei der kabellosen Verbindung mittels Bluetooth 5.0. Eine App-Anbindung hat die Soundbox 4 natürlich auch wieder bekommen. Der Aufbau ist dabei nicht groß geändert, die einzelnen Preset-Bezeichnungen heißen nun aber anders. Statt Bass Plus, Power und Indoor Preset gibt es nun Stage, Dancefloor und Lounge. Alternativ steht der bekannte EQ zur Verfügung, mit dem der Klang selbst angepasst werden kann. Hinter den Tragegriffen verbirgt sich wie auch beim Vorgänger der Bassreflextunnel, der komplett durchgängig ist. Die Konstruktion soll so den Bassbereich noch etwas pushen und wie das klingt, das hören wir uns jetzt natürlich im Soundcheck an und das im direkten Vergleich mit der Soundbox 3. Es handelt sich dabei um eine binaurale Aufnahme. Ihr bekommt so mit Kopfhörern einen sehr guten ersten Eindruck.
Alright, ab zur Klangbesprechung. Die neue Soundbox 4 wurde im Klang überarbeitet und das hört man besonders im direkten Vergleich sehr gut. Sie klingt tatsächlich um einiges klarer in den Höhen und auch in den Mitten. Allgemein spielt sie viel offener und das steht der Box echt gut. Es folgt jedoch ein fettes Aber. Der Bass hat auf maximaler Lautstärke etwas an Druck zugelegt, so viel zum Positiven. Er klingt aber nun untenrum weniger tief und voll. Bis zur mittleren Lautstärke klingt die neue Soundbox 4 sogar je nach Lied etwas schwach auf der Brust im Vergleich zur 3er im Bass Plus Modus. Das finde ich etwas komisch, denn das Setup der 4er kann sehr druckvoll Bass spielen. Wenn man zum Beispiel per externem EQ entsprechend hochschraubt, kommt da sogar gut spürbarer Druck raus, auch mehr als es der Vorgänger schafft. Das Ganze ist aber jetzt mehr Oberbass betont und der Tiefbass ist deutlich weniger. Ab mittlerer Lautstärke wird der Bassdruck dann hörbar mehr und ist im direkten Vergleich auch überlegen. Kein Plan, vielleicht kommt da noch ein Update oder der Tiefbass ist zugunsten der Akkulaufzeit reduziert worden, ich weiß es nicht, aber ich halte euch auf den Laufenden in den Kommentaren. Die maximale Lautstärke ist minimal angewachsen, erreicht aber im Praxistest mit Musik noch immer nicht ganz die 126 Dezibel. Mag sein, dass der Wert mit einem speziellen Testton erreicht wird, aber der kommt auf einer Party ja eher selten in der Playlist vor. Anyway, Dezibelwerte findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, das ist sie, die neue Soundbox 4. Wie auch für den Vorgänger werden 999 € fällig, wenn ihr so ein Teil zu euch nach Hause holen wollt, eine Menge Kohle auf jeden Fall. By the way, immer wenn ich an Soundbox denke, habe ich automatisch den TikToker Knicklicht vor Augen, der mit seiner Soundbox auf dem Rücken Berlin standesgemäß beschallt. Jetzt bin ich aber gespannt, was ihr zur neuen Soundbox sagt. Tobt euch in den Kommis gerne aus. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios!